Hallo und herzlich willkommen auf meinem Bastelkanal. Mein Name ist Melanie und ich möchte dir heute in meinem Kreativvideo wieder sechs weihnachtliche Karten zeigen, die ich aus dem grauen Papercraft Set vom Action gebastelt habe. Wenn du kein Video mehr von mir verpassen möchtest, dann abonniere am besten gleich meinen Kanal und aktiviere auch gleichzeitig die Glocke, weil du dann automatisch eine Benachrichtigung bekommst, sobald ein Video von mir hochgeladen wurde. Ich wünsche dir dann jetzt ganz viel Spaß mit diesem Kreativvideo und zeige dir jetzt ein paar Papiere sowie das Papercraft-Set, was ich für meine Karten verwendet habe. Damit du weißt, welches Papercraft-Set vom Action ich verwendet habe, zeige ich dir dieses ganz kurz. Aus diesem Set habe ich die jeweiligen Stanzteile verwendet sowie das Designpapier. Des Weiteren habe ich auch für die Karten heute wieder diesen Aquarellpapierblock verwendet. Das Papier lässt sich super stanzen und ebenso auch prägen. Und dann habe ich natürlich auch hier wieder meinen Glitzerpapierblock und meinen Metallicfolienblock verwendet. Für Karte Nummer 1 brauche ich wieder eine Grundkarte, einen Streifen Metallicfolienpapier, ein ausgestanztes Rechteck aus dem Designpapier, ein ausgestanztes Quadrat aus dem Aquarellpapier, dann meine ausgestanzten Stanzteile, ein paar ausgestanzte Blätter aus Pergamentpapier und Metallicpapier, ein paar ausgestanzte Glitzersterne, die ich mit der Handstanze ausgestanzt habe, etwas Schleifenband, einen Feinliner und einen schwarzen Edding. Diesen Edding habe ich immer nur hier liegen, weil ich alle Elemente immer an den Rändern schon nachgeschwärzt habe, weil ich immer finde, dass sich das Ganze noch ein wenig abhebt. Für Karte Nummer 2 brauche ich wieder meine Grundkarte, einen Streifen Metallicfolienpapier, meine ausgestanzten Elemente, mein Designpapier, ausgestanzte Sterne, ein Glöckchen, wenn man sowas zu Hause hat, etwas weiße Kordel, etwas Glitzer wie Stickles oder ähnlichen und meinen schwarzen Edding.
Für Karte Nummer 3 brauche ich eine Grundkarte, etwas Designpapier, ein ausgestanztes Quadrat, meine ausgestanzten Pergament- und Folienpapierblätter, ausgestanzte Sterne, mein ausgestanztes Stanzteil, einen Feinliner, einen schwarzen Edding und wenn man Pailletten zu Hause hat, kann man diese auch noch gut mit dazu verwenden. Für Karte Nummer 4 brauche ich wieder eine Grundkarte, ein ausgestanztes Designpapierrechteck, meine ausgestanzten Elemente, ein paar ausgestanzte Metallic-Glitzersterne, dann noch ausgestanzte Blätter aus Glitzerpapier und Pergamentpapier, einen Feinliner, einen schwarzen Edding und noch etwas weiße Kordel. Für Karte Nummer 5 brauche ich wieder meine Grundkarte, ein zugeschnittenes Stück Aquarellpapier, was ich mit dem Prägefolder vom letzten Jahr geprägt habe. Dann brauche ich meine Stanzteile, ein paar ausgestanzte Glitzersterne, etwas Organza-Schleifenband und meinen Aquapainter sowie meinen Metallic-Malkasten.
Für meine letzte Karte, die Nummer 6, brauche ich diesmal eine quadratische Grundkarte in der Größe 13x13. Die bekommst du auch beim Action. Dann etwas Designpapier, etwas zugeschnittenes Aquarellpapier, einen Streifen Metallicfolienpapier, ein paar ausgestanzte Blätter sowie ausgestanzte Sterne, dann noch ein embosster gestempelter Text, einen Fineliner und einen schwarzen Edding. Ich hoffe, dir hat mein heutiges drittes Weihnachtskarten-Inspirationsvideo zu diesem grau-silbernen Papercraft-Set gefallen. Wenn dir mein Video gefallen hat, freue ich mich natürlich immer sehr über einen Daumen hoch von dir und natürlich auch jederzeit über einen Kommentar. Natürlich würde ich auch wieder gerne wissen wollen, welche Karte dir persönlich am besten gefällt. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Nachbasteln, einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss!